Es war schön, dass er schon noch sagt. Das erste Mal mit einem neuen Team. Ja, es ist ein richtiges Renngeschehen arbeiten. Wir haben uns Session für Session verbessert. Auch wenn es am Ende leider nicht für einen erhofften Top-10-Platz gereicht hat, habe ich zumindest im zweiten Rennen die beste BMW gehabt. Und ja, jetzt müssen wir da weiterarbeiten, damit wir Schritt für Schritt in die Top-10 kommen oder halt noch weiter nach vorne. Für die nächsten Rennen, ich meine, es geht ja Schlag auf Schlag eigentlich weiter. Was ist so deine Denke dahinter, wie sich das jetzt normalerweise entwickeln müsste? Ja, wir müssen ein bisschen Geduld haben, ehrlich gesagt, weil das Projekt ist sehr jung. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember, das erste Rollout gehabt. Die Vorbereitungszeit war allgemein relativ kurzfristig, aber das Werk steht voll und ganz dahinter. Das Team ist motiviert. Ich glaube, wir haben das Zeug, damit wir da in Zukunft richtig weit nach vorne kommen können. Habt ihr da mit BMW aktuell noch ein etwas größeres Problem wie alle anderen im Fahrerlager? Ja, also bei mir war es am Anfang wirklich so, mein Reifenverschleiß war deutlich höher, auch bei den Tests schon als beim Tom. Aber wir haben dann übers Wochenende gearbeitet, haben dann auch mit dem Stoßdämpfer gearbeitet. Ich habe meinen Fahrstil ein bisschen geändert. Und verglichen mit der Konkurrenz schaut es jetzt echt ganz gut aus. Fällt es dir manchmal schwer, deinen Fahrstil auch zu ändern, weil das, ich sag mal, man hat ja einen Automatismus, man hat ja sein Auge da drin, womit du eigentlich fährst und dem auch vertraust? Tendenziell oder generell ist es immer schwierig, seinen Fahrstil zu ändern. Man will das ja auch nicht unbedingt machen, weil die Vergangenheit, wenn die gut war, kann der Fahrstil nicht so schlecht gewesen sein. Ja. Aber wir haben ein neues Motorradl, man muss die Stärken vom Motorrad rausfinden und nutzen. Und dann erstmal an sich arbeiten, bevor man dann das Moped komplett auf den Kopf stellt. Sind Rennstrecken für dich jetzt so in Aussicht, wo du sagst, ich glaube, da kann ich besonders gut performen, weil ich mich da deutlich wohler fühle? Ja, es gibt schon Strecken, da wo wir unsere Stärken ausspielen können, aber halt auch Strecken, wo unsere Schwächen ersichtlich werden, so wie jetzt in Phillip Island oder jetzt Thailand, könnte schwer werden. Wir haben ganz viele Geraden. Wir haben noch nicht den letzten Stand vom Motor, damit wir da topspeedmäßig mithalten können, das aktuell unser größtes Defizit ist, sage ich mal. Aber unser Motorrad ist extrem gut auf der Bremsphase und wir haben in Thailand auch sehr harte Bremszonen. Du hattest schon eine Vergangenheit bei BMW, unter anderem auch bei Altea. Wenn du jetzt mal so einen Vergleich ziehen müsstest zwischen den beiden Teams, ist das möglich? Ja, also die Voraussetzungen jetzt sind schon deutlich besser als damals. Wir haben jetzt richtige Werksunterstützung. Wir haben alle Möglichkeiten, wie alle anderen Werke auch. Natürlich erhoffen wir uns die bestmöglichen Ergebnisse, aber es ist ein längerfristiges Projekt. Und damals bei Altea war es ein bisschen anders. Das war halt doch mehr ein Kundenteam. Von dem her war das schwierig damals, auch weil das Team leider für mich nicht ganz so gut gepasst hat. Ich war dann nicht glücklich drin, habe mich nicht wohlgefühlt und konnte eigentlich gar nicht so richtig mein Potenzial zeigen, denke ich. Generell ist ja dein Umfeld an der Rennstrecke sehr familiär. Du hast ja mehr oder weniger alle, die du mitziehen konntest, aus der IDM auch mitgenommen in dieses Team. Wie ist sowas abgelaufen? Wir haben da schon ein bisschen mit Nachdruck dran gearbeitet, aber leider konnte ich nicht alle mitnehmen. Das wäre natürlich richtig schön gewesen, weil ich habe mich im Team von Werner sehr, sehr wohl gefühlt. Mein zweiter Mechaniker war mein Vater und ich habe gute restliche Leute im Team um mich gehabt. Ich mache das nicht, weil ich damit mein Geld verdiene oder mein Job ist, sondern ich mache das, weil mir das Spaß macht und erfolgreich sein will. Und da muss das miteinander muss stimmen, weil man geht auch nicht gerne in die Arbeit, wenn du jemanden hast, mit dem du nicht gut zurechtkommst, sage ich mal. Aber das muss man in einem gewissen Level dann irgendwann einmal ausblenden. Aber wir haben wieder geschafft, ein gutes Team aufzubauen und man fühlt sich direkt wohl, wenn man reinkommt. Und das ist manchmal wichtiger wie alles andere, wenn man sich einfach wohlfühlt.